Vielen Dank, Herr Frömmrich. Zu einer Kurzintervention gemeldet hat sich der Fraktionsvorsitzende der AfD, Herr Kollege Lambrou. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Herr Frömmrich, ich habe mich hier zu einer Kurzintervention gemeldet, denn ich habe das, was Sie hier gesagt haben, als eher abschneidend empfunden. Und das möchte ich Ihnen auch sofort erwidern. Sie nehmen hier die Äußerungen einer einzelnen Person, die nicht AfD-Mitglied ist, die nicht AfD-Politiker ist, die gestern bereits fristlos entlassen wurde. Das haben Sie alles unterschlagen, stellvertretend für eine ganze Partei mit 34.000 Menschen, die konservativ, bürgerlich, freiheitlich sind und sich Sorgen um Deutschland machen und nichts weiter. Das ist eine Diffamierung. Das ist eine bodenlose Aussage von Ihnen, mit der Sie natürlich provozieren wollen. Aber ich kann es hier nicht stehen lassen. Sie zündeln wie kein anderer heute in diesem Parlament. Und ich möchte Ihnen auch noch etwas vorlesen, das Sie mit Sicherheit auch schon gestern gelesen haben. Die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag erklärte, rassistische, antisemitische Äußerungen sowie Gewaltfantasien haben in der AfD keinen Platz. Wir sind sehr froh, dass der Vorstand der Bundestagsfraktion schnell gehandelt und Christian Lüth mit sofortiger Wirkung entlassen hat. Ihre Darstellung der Dinge ist an Einseitigkeit nicht zu überbieten. Eher abschneidend, Herr Frömmrich, schämen Sie sich. Herr Kollege Frömmrich, Sie haben die Möglichkeit zu erwidern, ebenfalls für 2 Minuten. Vielen Dank, Herr Präsident. Schämen muss sich hier eigentlich nur einer. Das ist Ihre Truppe, Herr Kollege. Das muss ich mal hier ganz deutlich sagen. Schämen müssen Sie sich. Und sich hier vorne hinzustellen, dass Sie für keinen rechten Gedanken und sowas Ohren haben und dass Sie sich davon distanzieren. Wo ist denn die Distanzierung von denen, die bei Ihnen in der eigenen Fraktion sitzen und mit Rechten und Rechtsextremen zusammenarbeiten? Kein Satz von Ihnen. Kein einziger Satz von Ihnen. Dafür führen Sie Stasi-Methoden in Ihrer Fraktion ein, wo Sie Leute, die mit Ihnen nichts gemein haben, wo Sie für diese Leute Stasi-methodenhaft Akten anlegen. Das müssten Sie mal hier sagen. Schämen sollten Sie sich dafür in einer parlamentarischen Demokratie. Und es ist ja immer wieder das gleiche Muster. Es sind immer nur Einzelfälle. Es sind immer nur Einzelfälle, die bei Ihnen auftreten. Es ist immer das gleiche Muster. Es ist immer das gleiche Muster. Grenzen überschreiten, Dinge sagen, die die Leute schockieren, und dann nachher sagen, es war eigentlich nicht so gemeint, und eigentlich haben wir es anders, und es war ja nur ein Einzelfall. Nein, das funktioniert nicht. Was da gesagt worden ist, kommt aus Ihrer Truppe und ist zutiefst widerwärtig. Das muss ich hier mal ganz deutlich sagen. Zutiefst widerwärtig. Und am Ende, Kollege Lambrou, ist es eben keine Einzelmeinung. Es ist eben keine Einzelmeinung unterstrichen. Ich zitiere noch einmal. Ich zitiere noch einmal. Das haben wir mit Gauland lange besprochen. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Das ist keine Einzelmeinung. Das ist mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag besprochen. Und dann stellen Sie sich nicht hier hin und sagen, es sind Einzelfälle. Herr Kollege Frömmrich, Sie müssen zum Ende kommen. Und wenn Sie jetzt noch Redezeit haben, könnte ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich hier vorne hinstellen und sich entschuldigen für diese widerwärtigen Ausfälle Ihrer Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete Löber für die Fraktion der Sozialdemokraten.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Kommen wir mal wieder zurück zu den hier vorliegenden Gesetzen, denn es handelt sich hier eigentlich um ein sehr sachliches Thema in Deutschland, vor allen Dingen eines der bestgeregelten Themen, die wir hier auf dem Tisch liegen haben. Da verstehe ich also nicht, wie man sich da so entsprechend aufregen kann. Kommen wir zuerst einmal zum Gesetz zur Änderung des Medienstaatsvertrages. Frau Wallmann hat schon sehr viel zu dem Verfahren, was tatsächlich sehr geregelt ist und sehr vernünftig stattfindet, das Verfahren ausführlich dargestellt. Und wir werden der Anpassung der Erhöhung des Rundfunkbeitrages von 17,50 € auf 18,36 € natürlich zustimmen. Und jeder, der dieses nicht tut, der sollte sich auch klar sein, was er da abstimmt. Und solche Geplänkel, wenn wir in der Opposition stimmen wir so und wenn wir in der Regierung vielleicht anders, da muss ich sagen, da wird mir ganz schummerig vor Augen, was ich da gehört habe. Also man sollte doch zu einer Meinung kommen und egal in welcher Rolle man sich befindet oder dann auch dazu stehen und so entsprechend abstimmen. Ohne die hier stattfindende Erhöhung hätte der Hessische Rundfunk ein Liquiditäts- und Finanzierungsproblem. Und wer das hier in diesem Hause ernsthaft so möchte, da stellen sich bei mir ganz andere Fragen, ob man hier in so einem demokratischen Parlament dann wirklich etwas verloren hat. Kommen wir zum Gesetz, zum Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in Deutschland. Ich finde das einen wunderbaren ersten Versuch, als Antwort der Länder, als Mediengesetzgeber, die Digitalisierung der Medienwelt in einen Vertrag umzusetzen. Natürlich sind das sehr, sehr vielfältige Änderungen, Anpassungen. Die ganze Organisation, Struktur des Gesetzes wurde geändert. Er ersetzt den bisherigen Rundfunkstaatsvertrag durch eben diesen modernen, zeitgemäßen Medienstaatsvertrag. Zudem wird die novellierte Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste, abgekürzt AVMD der EU, vom 28. November 2018 nun auch endlich in nationales Recht umgesetzt. Zudem hat sich die Art und Weise, wie Informationen verbreitet und konsumiert werden, grundlegend geändert. Dieser Staatsvertrag bemüht sich, Sprachassistenten, soziale Netzwerke, Suchmaschinen und vieles andere auch aufzunehmen, bezeichnet diese dann als Medienplattformen oder Medienintermediäre. Uns allen ist sicherlich klar, dass so eine umfangreiche Änderung Änderungsbedarf auch bei anderen rundfunkrechtlichen Staatsverträgen bedeutet und auch dieser Prozess gar nicht abgeschlossen sein kann, da viele weitere Themen Barrierefreiheit, technischer Jugendmedienschutz und so weiter auch in weiteren Änderungen sicher noch einmal aufgegriffen und umgesetzt werden müssen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat den verfassungsrechtlich vorgegebenen Auftrag, einen Beitrag zur individuellen und öffentlichen Meinungsbildung zu leisten und so zu einem funktionierenden demokratischen Gemeinwesen beizutragen. Verfassungsrechtlich, ich betone es noch einmal. Der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ergibt sich aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Er ist darüber hinaus unter anderem im Rundfunkstaatsvertrag gesetzlich festgeschrieben. Danach soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinen Programmangeboten zur Information, Bildung, Beratung, Kultur und Unterhaltung einen Beitrag zur Sicherung der Meinungsvielfalt und somit zur öffentlichen Meinungsbildung leisten. Und jeder, dem bekannt ist, wie sich das hier in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, kann eigentlich nur froh und dankbar sein, dass wir diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in dieser Form und auch mit diesen Kontrollinstanzen und mit der Entwicklung und mit dem Auftrag hier in unserem Land haben. Eine Beschränkung oder Reduzierung dieses Programmauftrags oder eine Fokussierung nur auf Bildung, Information oder Sport ist verfassungsrechtlich unzulässig. Grundversorgung meint keine bloße Mindestversorgung. Vielmehr umschreibt der Begriff die technische und inhaltliche Sicherung einer umfassenden Berichterstattung. Gewährleistet werden für die Allgemeinheit
ein vielfältiges Programm und eine flächendeckende Übertragung. Nur so kann der Rundfunk seiner grundlegenden Funktion, Meinungspluralität zu schaffen, nachkommen. Wichtig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, dass er weder privatwirtschaftlichen noch staatlichen Interessen verpflichtet ist, sondern ausschließlich dem Gemeinwohl. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist damit wirtschaftlich und politisch unabhängig. Diese Unabhängigkeit gilt es, gegen Einflussnahmeversuche zu bewahren. Abgesichert wird die unabhängige Berichterstattung durch das Prinzip der solidarischen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Dieses Prinzip garantiert allen Bürgern unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit den freien und unverschlüsselten Zugang zu den Programmangeboten von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Besonders in der heutigen Zeit, wo populistische Hetze stark zugenommen hat, muss der Wert der Rundfunkanstalten herausgestellt werden. Und ich finde es auch schwierig, Herr Frömmrich, wenn man Dinge, die eine Partei hier kundtut, auch nutzt, um selber vielleicht auch sehr hitzig, lautstark, auch mit Kraftausdrücken darauf zu reagieren. Ich glaube, dass hier eine sehr sachliche, aber klare, ganz klare Positionierung, Frau Feldmayer, angebrachter ist, als so etwas noch in einer Hitzigkeit darzustellen. Denn gerade das nutzt, gerade das, vielleicht sollten Sie jetzt gerade einmal zuhören, gerade das nutzt oft der Gegenseite. Der verfassungsrechtlich vorgegebene Auftrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, einen Beitrag zur individuellen und öffentlichen Meinungsbildung zu leisten, ist gerade heutzutage besonders wichtig. Trägt dies doch insbesondere zu einem funktionierenden demokratischen Gemeinwesen bei. Wir werden dem Medienstaatsvertrag zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Löber. Für die Fraktion der AfD spricht jetzt der Abg. Enners. Es verbleiben 1 Minute und 6 Sekunden. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Frau Wallmann, Sie hätten nicht nur heute zuhören sollen, sondern auch in der ersten Lesung. Denn dort habe ich über die Modernisierung der Medienordnung und den Medienänderungsstaatsvertrag gesprochen. Was ich heute angeführt habe, war das Reformbedürftige. Reformbedürftig, weil diese Inhalte, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mittlerweile verbreitet werden, ja auch als systemrelevant gelten. Und ich bin nicht bereit, dort, wo ältere Menschen oder das Sterben älterer Menschen oder die Sterilisation von jungen Frauen hochgehalten wird, das als systemrelevant anzusehen. Da spiele ich nicht mit. Und eine Reform, eine wirkliche Reform ist nicht einfach nur 700 Millionen Euro einzusparen. Eine Reform wäre zum Beispiel, wenn man ARD und ZDF zusammenlegen würde. Das wäre eine Reform. Wenn man an Inhalten arbeiten würde und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wieder zu dem machen würde, was er einmal war. Und Sie stellen. Herr Kollege, die Redezeit ist abgelaufen. Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Wintermeyer. Ja, sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist eine Menge gesagt, es ist spät. In der ersten Lesung und in den Ausschussberatungen, für die ich mich auch noch einmal sehr herzlich bei Herrn Staatssekretär Weinmeister bedanken will, der mich da vertreten hat, sind beide uns vorliegenden Staatsverträge auf breite Zustimmung gestoßen. Und als Medienminister des Landes, der beide Staatsverträge im Kreise der Länder mitverhandelt hat, begrüße ich das natürlich sehr. Dies gilt sowohl für die von der unabhängigen KEF empfohlene moderate Anpassung des Rundfunkbeitrages als auch für die Überführung des Rundfunkstaatsvertrages in den neuen digitalen Medienstaatsvertrag. Auch in der heutigen Debatte müssen wir im Ergebnis feststellen, dass mit der Anpassung des Rundfunkbeitrages
um 86 Cent die bedarfsgerechte Finanzierung nicht nur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gesichert wird. Von daher bin ich froh, dass auch damit die entsprechende Finanzierung des Hessischen Rundfunks, unseres in Anführungsstrichen Hessischen Rundfunks, gesichert wird. Ich bin auch darüber froh, dass die breite Mehrheit dieses Hauses hinter dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit auch hinter dem Hessischen Rundfunk steht. Ich bedauere das Verhalten der FDP, dort dieses nicht offensichtlich unterstützen zu wollen. Die Kolleginnen haben ja eben gerade schon dargestellt, gerade der Hessische Rundfunk ist auf die Beitragserhöhung von 0,86 €, also 86 Cent. Und es ist noch nicht einmal eine ganze Kugel Eis, sondern es ist nur eine Dreiviertelkugel Eis, wie ich neulich feststellen konnte, angewiesen. Und ich vermag nicht nachzuvollziehen, warum Sie das in Schleswig-Holstein machen, warum Sie das in Nordrhein-Westfalen machen, warum Sie das in Rheinland-Pfalz machen, dass Sie zustimmen und hier im Hessischen Landtag nicht. Es wäre ein schönes Signal gewesen, wenn alle Parteien bis auf die AfD, deren Stellung zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie wir erkennen, heute ein entsprechendes Signal an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesandt hätten. Meine Damen und Herren, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ich sage immer, gerade in Zeiten von Verschwörungstheorien und Fake News brauchen wir ein Angebot, dem die Menschen vertrauen können. Das ist die Rechtfertigung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich nehme normalerweise nicht auf jemanden Bezug, der hier doziert am Tisch und irgendwelche Zahlen darum schmeißt, Herr Enners. Aber wenn Sie mir unterstellen, dass die Zahlen, die bezüglich der entsprechenden Preis-, also der Lebenshaltungskostenindizes, falsch sind in Bezug auf die Erhöhungsschritte des öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrages, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, gucken Sie es einfach nur mal im Internet an. Da werden Sie sehen, wie das entsprechend auch gestiegen ist. Habe ich bei der letzten Sitzung entsprechend dargestellt. Und jetzt kommt aber das Eigentliche. Sie fangen jetzt an mit irgendwelchen Steuerzahlungen oder sonst irgendwas auch immer. Ich sage Ihnen einmal, Steuerzahlung ist das eine. Aber Sie müssen die Nettolohnentwicklung nehmen. Und wenn Sie dem Statistischen Bundesamt widersprechen, das immerhin festgestellt hat, dass von 2009, das war die letzte Erhöhung, bis 2019 der Bruttolohn eines Arbeitnehmers netto von 1572 auf immerhin 2079 Euro mithin mehr als um 500 Euro netto gestiegen ist, ist das für mich das, was die Leute netto in der Tasche haben, mehr wert als das, was sie sagen, dass der Staat einnimmt. Und das ist genau das, was Sie mit Fake News im weitesten Sinne machen. Sie behaupten einfach etwas, was nicht stimmt, um zu begründen, was Sie nicht wollen. Meine Damen und Herren, gerade in Zeiten von Verschwörungstheorien und Fake News brauchen wir ein Angebot, dem die Menschen vertrauen können. Lassen Sie mich nun zum Medienstaatsvertrag zusammenfassend nur folgende kurze Anmerkungen machen. Wir sind uns Gott sei Dank nahezu alle einig, dass wir unsere Medienordnung gemeinsam zukunftsfähig machen müssen. Die Schaffung von Transparenz in sozialen Netzwerken, gerade dort, ist ein wichtiger Grundstein hierzu. Sie dient dazu, den Bürgerinnen und Bürgern zu verdeutlichen, welche Faktoren für die Meinungsbildung im Digitalen maßgeblich sind. Es ist daher wichtig und richtig, dass wir auch unter Berücksichtigung der technologischen Entwicklungen den konstruktiven Diskurs in unserer Gesellschaft und in dieser Gesellschaft dazu aufrechterhalten. Dies zu gewährleisten, ist, meine Damen und Herren, für unsere Demokratie von wesentlicher Bedeutung. Meine Damen und Herren, ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit den beiden vorliegenden Staatsverträgen wichtige Bausteine der Medienordnung 2020 auf den Weg bringen. Und deshalb werbe ich auch dafür, auch in Hessen die Voraussetzungen für das Inkrafttreten dieser Staatsverträge zu schaffen. Ich bitte Sie deshalb, den Staatsverträgen zuzustimmen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind damit am Ende der Aussprache der zweiten Lesung angelangt. Wir rufen
beide Tagesordnungen zur Abstimmung gleich im Abstimmungsblock auf.